Und in der Hauptstadt in Berlin bin ich jetzt verbunden mit Cordula Tutt, Kollegin von der Wirtschaftswoche, Autorin dort im Parlamentsbüro. Grüße Sie in die Hauptstadt, Frau Tutt. Man kann im Moment viel über Flüchtlinge sprechen, man kann viel über Sanktionen sprechen, aber man muss natürlich auch fragen, was tut die Wirtschaft und wie ist die Wirtschaft betroffen von all dem, was seit einer Woche in der Ukraine passiert. Also reden wir über einen großen Schwenk, den die Bundesregierung am Wochenende hingelegt hat mit einer bisher nicht möglich geglaubten Zahl, 100 Milliarden Sondervermögen für die Zukunft der Bundeswehr. Das ist eine Kraftanstrengung. Wie kann man das eigentlich praktisch aufsetzen? Ja, also da wurden am Sonntag einige Dinge über den Haufen geworfen. Deutschland liefert jetzt Waffen in Kriegsgebiete. Deutschland rüstet jetzt die Bundeswehr auf, erfüllt dieses NATO-Ziel, 2% der Wirtschaftsleistung für die Bundeswehr aufzugeben mit diesem Sondervermögen. Aber es gibt natürlich auch diesen Punkt, dass jetzt auch die Schuldenbremse eigentlich aufgegeben wurde mit diesem 100 Milliarden. Nicht dem Namen nach und nicht der Form nach, aber dem Inhalt, weil es ist ein Nebenhaushalt, der jetzt geschaffen wird, um die Bundeswehr anders auszurüsten, der extra gespeist wird. Aber es ist ja kein Vermögen und keine Einkünfte da. Also werden Schulden gemacht werden müssen. Und dafür hat sich Herr Scholz, der Bundeskanzler, ein paar ganz interessante Punkte ausgedacht, dass eben die Opposition mit im Boot ist und das nicht vor dem Verfassungsgericht angreifen kann. Ja, denn er braucht dafür eine Zweidrittelmehrheit, weil es doch um ein maßgebliches Projekt geht. Also mindestens die Union braucht er mit im Boot, wie Sie genau schon formuliert haben. Und dann würde DIF einigermaßen heikel und sicher auch mit Interesse beobachtet werden, ob seine eigenen Reihen, ob die Ampel steht. Und man hat den Eindruck, es gibt schon erste einzelne Stimmen, die dieses Projekt, sagen wir mal, zumindest ein bisschen in Frage stellen. Wie muss man das einordnen? Mhm. Ja, also es ist natürlich in Teilen der SPD und bei weiten Teilen der Grünen nicht das Ziel und auch lässt sich schwer vermitteln in der eigenen Wählerschaft, dass man jetzt so viel für Militär ausgibt, auch wenn in der Bevölkerung inzwischen 3/4 gerade das unterstützen. Es wird so sein, dass Herr Scholz versucht, über eine Grundgesetzänderung dieses Sondervermögen zu verankern. Dafür hat er die Union wohl im Boot und dafür braucht er dann keine eigene Mehrheit. Aber es wird natürlich noch heftig diskutiert werden, weil man natürlich dann auch sagen kann, ist das dann überhaupt Geld, das so eingesetzt wird, wie wir die Bundeswehr ausrüsten wollen? Die Beschaffung und die Art, wie die Bundeswehr jetzt Geld ausgibt, das sind ja auch nicht unbedingt gut organisiert. Und wir haben im Moment 50 Milliarden rund Etat jährlich für die Bundeswehr. Aber wir sollten das dann auf 70 Milliarden aufstocken, wenn das nach Plan geht. Das Geld wird dann da hineinfließen, damit wir diese 2% erfüllen. Wir haben im Moment so viel wie Frankreich als Wehretat. Wir haben aber nicht so eine gute Ausrüstung und so eine einsatzfähige Armee wie Frankreich. Also man kann da auch fragen, wofür geht das Geld dann hin und ist das gut eingesetzt? Ja, wir haben tatsächlich Soldaten, die wir in Litauen haben, die dort frieren müssen. Es wäre unser Stichwort. Es gibt sozusagen die Energiefrage, die über diesem Konflikt auch steht, die Frage von Energiesicherheit. Es gab gestern und in den letzten Tagen ein paar bemerkenswerte Entwicklungen. Der Ölpreis ist in Rekordlaune und, glaube ich, auf einem 8-Jahres-Hoch. Da müsste man fragen, wie nachhaltig ist das? Gleichzeitig gab es gestern die Meldung über die Ölreserve und dass die Bundesregierung davon was freigibt. Die meisten können sich darunter wenig vorstellen. Muss uns das beunruhigen? Also jetzt wieder von der deutschen Politik her betrachtet, ist es beeindruckend, was jetzt gerade alles über Bord geworfen wird. Es ist richtig, dass alles Mögliche geprüft wird, also wie mit den Reserven, die in Deutschland da sind oder auch international Gas- und Ölreserven umgegangen wird, wie eine Energieversorgung gesichert wird. Stichwort: Lohnt es sich, geht es überhaupt, Atomkraftwerke länger laufen zu lassen? Was ist mit der Kohle? Aber das akute Problem, das wir im Moment haben, ist ja das Gas und das Öl. Und was machen wir mit Gas und mit Öl? Wir heizen damit und wir füllen unsere Tanks. Also wir bewegen uns fort mit Öl. Und da würde ein Atomkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk ja gar nicht helfen, weil die Automobile oder die Wärmepumpen, die sehe ich nicht. Also da müssen wir anders vorgehen. Da müssen wir uns auch auf weitere Preissteigerungen einstellen und jetzt erstmal über den Winter kommen, was das Gas angeht. Und dann umorganisieren. Es wird teuer und es ist wahrscheinlich mit einigen Schmerzen verbunden. Und Denkverbote sollten wir hier nicht lassen.
Und vieles, was Sie uns bisher sozusagen erklärt haben, Cordula Tut, bedeutet, dass manchmal auch der Teufel im Kleingedruckten liegt und bestimmte Dinge, die Überschrift groß, schön und optimistisch ist, aber eine Rechnung hinten dann nochmal rauskommt. Also Klimaschutzziele, die ja sehr ehrgeizig sind und wo wir ja nochmal quasi in den Jahren nachgeschärft haben, da müssen wir jetzt wahrscheinlich auch dieses und jenes kleine Fragezeichen dran machen. Wenn wir vielleicht noch uns an eine Schlusseinschätzung wagen, neben der Energiesicherheit und den Energiefragen, die spielen natürlich auch eine Rolle. Sind die Aktienmärkte in diesen Tagen in heller Aufregung? Nervosität ist die neue Währung dort. Wenn Sie uns eine Einschätzung noch dazu geben könnten, gibt es da irgendwelche Haltepunkte? Ich glaube, der DAX hat irgendwie 2000 Punkte innerhalb weniger Tage verloren. Gibt es irgendwelche Haltepunkte, die man irgendwo am Horizont sieht? Also ein Orakel über die Entwicklung der Aktienmärkte, die werde ich jetzt hier nicht wagen. Ich weise aber darauf hin, es steht eine Zinsentscheidung bei der Europäischen Zentralbank an. Andere große Notenbanken haben schon eine Zinserhöhung entweder angekündigt oder eben schon entschieden. Und da ist jetzt eben die große Frage, wie die EZB entscheiden wird. Inflation, das würde dafür sprechen, eben eine Zinswende zu vollziehen. Bei langfristigen Darlehen ist das ja auch schon sichtbar. Stichwort Bauen, Baudarlehen. Aber andererseits ist natürlich der Krieg, der auch einiges dämpft und dann auch wieder vielleicht dagegen spricht, die Zinsen zu erhöhen. Also diese Entscheidung der EZB, die ist sicher ein Punkt, der eine Richtung vorgeben wird, wie es mit den Aktienmärkten dann weitergeht. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung, Hintergründe, Informationen. Cordula Tut war das, Autorin im Parlamentsbüro der Wirtschaftswoche in Berlin. Herzlichen Dank, Grüße in die Hauptstadt. Dankeschön.